Herr Wanderwitz, Sie sagten gerade was Interessantes. Sie sagten, und es ist mir auch aufgefallen, wie Sie das herausgearbeitet haben und emphasiert haben. Sie sagten gerade, wir müssen natürlich wirklich wichtig darauf hinweisen, dass nicht alle dort rechtsradikal sind und rechtsradikal wählen. Folgender Satz: Wir haben es mit einem erheblichen Teil der Bevölkerung zu tun, die gefestigte rechtsradikale, nicht demokratische Ansichten hat. Haben Sie gesagt im FAZ-Podcast am 28. So. Mai. Ist Ihnen richtig um die Ohren geflogen? Ja, aber ist trotzdem richtig. Und ein erheblicher Teil, jedes einzelne Wort, ein erheblicher Teil der Bevölkerung, der nicht gefestigte, rechtsradikale, nicht demokratische Ansichten hat. Ein erheblicher Teil. Ja, natürlich. Das ist nicht banal. Der Anteil ist größer als in den alten Bundesländern. Das ist das Problem. Und das deswegen habe ich neulich gesagt. Eine Diskussion geführt, weil ich ausspreche, was objektiv und evident ist. Und ich halte das für ein großes gesamtgesellschaftliches Problem, was an die Grundfesten unserer Demokratie geht und was sich mittlerweile von Generation zu Generation überträgt. In gewissen ländlichen Strukturen läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich mich dort umschaue. Das tue ich regelmäßig. Das haben Sie aber im Podcast auch noch anders gesagt. Sie hoffen auf die neue Generation, die das dann besser macht. Ich hoffe auf jede junge Generation, weil in jeder jungen Generation eine Chance für die Gesellschaft ist, sie neu gewinnen zu können. Nun zeigt sich aber gerade ja, dass die AfD auch in allen Altersgruppen extreme Anhängerschaften hat. Ja, vor allem und bei den Jüngeren. Vor allem auch bei den Jüngeren. Und auch, dass wir, das sehen wir auch bei der Impfskepsis oder auch bei diesen Corona-Leugnern, wenn man das mal so sagen kann, dass vor allem die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen, also gerade der Menschen, die jetzt nicht die nach dem Mauerfall richtig von der DDR mitbekommen haben oder in der Diktatur sozialisiert wurden, das spricht ja eher dagegen. Die größte Problemgruppe oder der größte Teil einer Generation oder von Generationen, wo die Problemlagen ausgeprägtesten sind, sind die Jahrgänge, die noch die volle DDR-Sozialisation vor 89 erhalten haben, unter anderem auch mein eigener, und die etwas älter sind. Das sind im Übrigen auch die höchsten Wahlergebnisse. Früher mal der NPD beispielsweise in Sachsen an. Die haben dort zweistellig im Landtag gesessen und haben in diesen Altersgruppen hoch zweistellige Wahlergebnisse gehabt. Und die allermeisten Wissenschaftler sagen, dass sich Sozialisationen in Milieus fortsetzen können. Mhm. Und ein solches Milieu sind beispielsweise Familien. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, was auch Herr Ritschel in seinem Buch beschreibt und was auch meine Wahrnehmung ist, wie beispielsweise Städte und Dörfer, die eher in peripheren Lagen waren, die beispielsweise seit 1990 über 50% ihrer Bevölkerung verloren haben, wo auch die Bevölkerung sozusagen nicht gleichmäßig gegangen ist, sondern wo vor allen Dingen gut ausgebildete Jüngere gegangen sind. Das deformiert eine Gesellschaft in einer Art und Weise, dass das in gewissen Konstellationen hochproblematisch ist. Noch mal so ein Satz von Ihnen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind. Das ist ein Wort, das Sie später auch ganz bewusst nicht zurückgenommen haben, weil Sie gesagt haben, mir fällt kein Besseres ein. Dass Sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist ein saftiger Vorwurf. Also zunächst einmal mag ich gerne noch mal das Thema Diktatur sozialisiert erklären. Das habe ich nicht böse oder abwertend gemeint. Mir ist nur wirklich nichts Besseres eingefallen. Ich bin auch die ersten 14 Lebensjahre in einer Diktatur sozialisiert worden, weil das war die ehemalige DDR nun mal. Und wer jetzt aktuell beispielsweise in Nordkorea groß wird, wird auch in einer Diktatur sozialisiert. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Die Frage ist ja, was ist denn dann passiert? Und passiert ist, dass die übergroße Zahl der Menschen froh war, dass diese Diktatur zu Ende war, dass sie in einer parlamentarischen Demokratie, in einem freiheitlichen Rechtsstaat, in einer sozialen Marktwirtschaft leben können und dieses Land gemeinsam mitbauen. Denn diese Bundesrepublik 2021 ist ja nicht die Bundesrepublik 1989 2.0, sondern da hat auch der Osten was eingebracht. Und dann erlebe ich Menschen, und leider nicht wenige, keine Mehrheit, aber nicht so wenige, dass ich nicht drüber reden muss, die alles das, was der Mehrzahl in diesem Land wichtig ist, kategorisch ablehnen. Die wollen weniger Demokratie, die wollen weniger Minderheitenrechte beispielsweise. Die wollen eine kulturell homogene Gesellschaft nach ihrem Bilde. Und ich finde das fatal. Und das ist auch nicht das Europa, in das wir uns weiter hineinentwickeln wollen. Zumindest nicht das der Mehrheit der Gesellschaft. Ich glaube, aber ist das nicht vielleicht etwas komplizierter? Ich glaube auch, dass es viel komplizierter ist. Ja. Und vor allem machen wir es uns leicht, wenn wir das auf diese Diktaturerfahrung
allein zentrieren. Ich glaube, dass die unmittelbare Demokratieerfahrung mindestens genauso wichtig war, nämlich die Erfahrung zu machen, wie ist das jetzt in diesem Parlamentarismus, wie ist das jetzt mit Verein, mit Gewerkschaft, mit Kirche, wie organisieren wir uns, wie organisiert sich eine Gesellschaft, was können wir von Politik erwarten, wie können wir in der Politik tätig werden. Und ich glaube, dass dort viel mehr kaputt gegangen ist als alles das, was vielleicht sogar die DDR aufgebaut hat oder erschaffen hat. Bin ich ganz bei Ihnen. Genau, aber die Frage ist ja viel entscheidender, nämlich, was bieten Sie an? Und gerade Sie als Ostbeauftragter müssen ja eben nicht diese Menschen beschimpfen, so wie Herr Machowitz das formuliert hat, sondern eigentlich ja deren Interessen vertreten, sich für diese Leute stark machen, Angebote machen. Sehen Sie, ich verstehe das, dass Sie sagen, ich als CDU-Mann, ich möchte... Das hat nichts mit der Partei. Nee, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich möchte die nicht Sie in der Partei keinen haben. Seriösen Politiker genau. finden, egal welcher Partei er angehört, der zum Beseelsorger für harte Rechtsradikale Richtig, und das meine ich nämlich. Aber Sie und haben das ja, ist ein Teil genau. dieser Klientel, über die wir sprechen. Sie haben ja nicht, eine Hausarbeit. Sie haben nicht das nur sind eine nicht 3%, das sind mehr. Richtig, und Sie haben ja nicht nur eine Verantwortung gegenüber Ihrer Partei oder jeder anderen Partei, sondern eine Verantwortung gegenüber der Demokratie. Genau. Und diese Leute abzuschreiben für die Demokratie, von diesem System auszuschließen, was sie verbal auf eine Art tun, das halte ich für wirklich fatal, mindestens. Darf ich ganz kurz einen Punkt noch machen? Nur ganz kurz einen Punkt. Was dazu ja auch überhaupt nicht passt, ist, ich erinnere mich auch noch selbst daran, diese unglaubliche Begeisterung in Ostdeutschland, in der also gerade zu untergegangenen DDR sozusagen, für die Demokratie. Die Zustimmung für dieses System war gigantisch groß. Das heißt, da haben wir es doch nicht mit Leuten zu tun, die per se Demokratie ablehnen. Nee, überhaupt nicht. Das wurde ja auch immer wieder gemessen, das wurde ja untersucht. Das ist sehr gut dokumentiert und belegt. Wir halten aber mal fest, das heißt, dass vielleicht schlauer. Nicht wir uns alle... Darf ich ganz kurz die Frage nur, Herr Wanderwitz, wäre es dann nicht schlauer, die Frage zu stellen, welchen Fehler haben wir dann eigentlich gemacht, als aus dieser Begeisterung eine so riesige Enttäuschung werden konnte? Und die Frage müssen Sie sich doch als Vertreter der CDU ganz besonders stellen. Bin ich sehr bei Ihnen. Ich halte erstens mal fest... Welche Antwort haben Sie da? 1990 waren wir uns vielleicht nicht alle so ganz einig, wohin uns dieser Weg führt, weil viele die Bundesrepublik günstigstenfalls sozusagen, wenn es Westfernsehen gab, aus dem Westfernsehen kannten. Und es gab diese Begeisterung. Und es gab auch das, auf was Herr Ritschel schon hingewiesen hat, was ja auch Teil der Diskussion der letzten Wochen und Monate und Teil dieser 30 Jahre ist, nämlich, was waren denn die nicht erfüllten Versprechen, was waren denn die schweren Jahre, die großen Arbeitslosigkeiten, der strukturelle Wandel, die Transformation. Und was können wir jetzt für bessere Angebote machen in vielen Bereichen? Partizipation. Allerdings hat sich der Zustand eben in vielen Bereichen auch so verbessert, dass wir teilweise Phantomschmerzdebatten der Vergangenheit nur noch führen. Und auf den Punkt will ich einfach hinweisen, und darum geht es mir auch weil mich viele dazu regelmäßig auffordern und ich das verstehen kann, es geht auch darum, den Spiegel vorzuhalten, dass all diese Beschwer nicht die Rechtfertigung dafür sein kann, zu sagen, mir ist das gesamte demokratische Parteienspektrum nicht mehr genug, auch die Oppositionsparteien sind Systemparteien, Altparteien lehne ich ab, ich wähle halt Rechtsradikale. Das lasse ich keinem durchgehen in der Demokratie. Und diesen Leuten halte ich diesen Aber wer Spiegel bestimmt vor. Denn, was demokratisch ist und was nicht? Sie? Ich habe zumindest für mich eine Meinung. Und wenn ich so sehe, wie die Meinungen sind, dann ist die übergroße Mehrzahl der Menschen in unserem Land der Meinung, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist. Aber Meinung? Die sitzen im Bundestag. Die kann man wählen. Ja, natürlich. Bei demokratischen Wahlen kann man die wählen. Weil das wir kann man, in Deutschland das kann man, eine sehr hohe verfassungsrechtliche Hürde Ich will nur sagen, das kann man extrem geschmacklos finden, das kann man ablehnen, das kann man alles finden. Aber man kann nicht sagen, es ist kein demokratischer Vorgang. Tut mir leid. Natürlich ist es ein demokratischer Vorgang zu wählen, aber Sie werden doch nicht durch eine Wahl in ein Parlament zur demokratischen Partei. Und ich sage ganz offen, ein anständiger Demokrat wählt keine rechtsradikale Partei. Und die AfD Einmal Frau Wuppen, bitte, die wollte gerade. Frau Wuppen und dann Karl Lauterbach. Ja, mir war das zu kurz gesprungen von der Diktaturerfahrung in die jetzigen Auffassungen. Und da bin ich mit Herrn Ritschel ganz einig. Da liegen ja 30 Jahre zwischen, in denen eine ganze Menge passiert ist. Diese Freiheitsbewegung kann
kam ja aus den Menschen selber heraus. Die haben das ja bewirkt. Intrinsisch, ja. Und dann haben sie erlebt, dass sie über eine ganze Weile auch doch noch sehr ungleich behandelt wurden. Es war ja ausgesprochen schwierig. 2019 ist der Tarifvertrag für die Länder so angepasst worden, dass es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen West und Ost gibt. Da hat das sich heißt, auch tatsächlich dieses, was getan, ne? An dem Punkt. Es hat sich an vielen Punkten was getan, an den Arbeitslosen. Im Osten ist der Gender Pay Gap, also die unterschiedliche Bezahlung zwischen, zwischen Männern und Frauen, viel geringer als im Westen. Aber trotzdem sind in den Führungspositionen der Unternehmen, in der freien Wirtschaft oder so, ist es noch nicht wirklich paritätisch. Kein einziges DAX-Unternehmen in Ostdeutschland. Ja. Ich kann mal ganz kurz die Zahlen referieren. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ne, da versteht man das. 2020 lag in den östlichen Ländern, einschließlich Berlin übrigens, bei 32.500 Euro. In den anderen westlichen Ländern 42.000 Euro. Damit mal klar, im Grunde auch wie paternalistisch das ist, wenn dann wieder so gönnerhaft so mit dieser Geste, die so also jetzt symbolisch, ja, über den Kopf streichelt und sagt, nur das wird schon, wir müssen jetzt mal hier Lebensleistung anerkennen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören? Wenn da wieder von der Lebensleistung gesprochen wird, denke ich, was genau ist denn das eigentlich, außer eine Phrase? Ich habe den Eindruck gehabt, als das aufkam mit dieser Lebensleistung anerkennen, dass das etwas war, was sich der Westen jetzt ausgedacht hat, um auf den Osten zuzugehen, aber eigentlich gar nicht verstanden hat, dass er sich dadurch wieder so ein bisschen das eigene Grab geschaufelt hat. Nämlich, es ist völlig klar für Ostdeutsche, dass eine Arbeitslosigkeit, dass eine Umbruchserfahrung, dass all diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, diese Ich-AGs, alles das, was es auch in diesen 2000er Jahren gibt, dass das alles irgendwie zu so einem Leben dazugehört. Und das natürlich dafür sammelt man jetzt keine Punkte wie für so eine Lebensleistungsurkunde oder für so ein Stempelheft oder irgendwas. Da sammelt man keine Rentenjahre. Richtig, ne? Man sammelt auch vor allem keine Rentenjahre. Ja. Und natürlich ist es so leicht, aus Westsicht zu sagen, ja, aber so eine Lebensleistung, das hängt vor allem damit zusammen, man hat eine sehr klare Arbeitsbiografie. Da geht man durch, man geht in Rente und dann ist das fertig. Das gibt es im Osten in dieser Form nicht. Das gab es lange nicht, das gibt es jetzt irgendwann wieder, klar. Aber da kommt jemand um die Ecke und sagt, wir erkennen eure Lebensleistung an. Und dann sagt man, viele Ostdeutsche, so hatte ich den Eindruck, haben gesagt, ja, das ist doch lächerlich, warum muss denn das jetzt anerkannt werden? Wir wissen, dass wir eine Lebensleistung haben, dass wir etwas geleistet haben und dass der Umbruch dazugehört. Wir brauchen jetzt nicht noch euren Segen dazu. Das ist wieder völlig falsch gelaufen. Und das ist manchmal auch so schade, weil ich sehe, dass sich bemüht wird, aufeinander zuzugehen. Genau, ist nicht böse gemeint. Es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber manchmal kommt es leider so an. Genau. Das ist das Problem. Aber die Kulturleistung, wenn ich das noch einmal anfügen darf, die Kulturleistung müsste doch jetzt daran liegen, die West-Ost-Narrative hinter sich zu lassen. Denn immer dann, wenn man es wieder so framed, es gibt leider kein schönes deutsches Wort dafür, also diese Konzepte, die man darüber legt, wie man sich die Welt organisiert, in welche Schubladen sie man steckt, welches Etikett man draufschreibt. Wenn wir immer wieder diese West-Ost-Narrative fortsetzen, werden wir sie nicht sehen, los. Es taucht bei der Pandemie schon wieder auf. Immer bei wieder Corona kapituieren. Und sofort nehmen wir die Schablone. Aber Herr Lauterbach möchte die ganze Zeit etwas sagen. Ich weiß, genau. reinholen. Ich wollte Herrn Wanderwitz zustimmen. Für mich ist das damit nicht erklärt und auch nicht gerechtfertigt, dass das Einkommen war niedriger. Demokratie ist zum Teil enttäuschend angelaufen. Da kann zur Not, kann ich noch mitgehen, wenn jemand hingeht und wählt die AfD. Das halte ich zwar für falsch, weil das falsche Versprechungen sind, aber demokratischer Prozess, schon gewählt, kann ich noch mitgehen. Aber das ist ja nicht das Phänomen, mit dem wir gestartet sind. Wir sind ja mit dem Phänomen gestartet, der Typen, die wir da gerade gesehen haben, Knobelbecher, also Nazi, also Jargon und so weiter, das sind ja harte Rechtsradikale. Ich glaube noch nicht mal, dass die alle in der AfD sind oder dass sie sich irgendwo organisieren. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und da stimme ich dem Kollegen ohne Wenn und Aber zu. Das ist eigentlich sehr schwer zu erklären, einfach nur mit der enttäuschten, mit der enttäuschten Demokratieerfahrung. Die sind so weit weg von dem, was, sagen wir mal, aus meiner Sicht geht, dass das nicht wirklich gut erklärt ist. Übrigens, also Stichwort, also Covid, Querdenker und so weiter und so fort. Das sind genau die Leute, die auch, also nicht nur an mich, aber auch an mich, die Drohpost schicken und also uns quasi einheizen, und zwar auf täglicher Basis. Das heißt, diese Verquickung Querdenker,
Impfgegner und so weiter und so fort mit dieser Szene. Das war ja, was Herr Wanderwitz gesagt hat, das sehe ich ganz offenbar. Und das ist zwar auch also im Westen so, aber sehr viel kommt aus den neuen Bundesländern, muss man ehrlicherweise zugeben. Und das sind Leute, also das ist auch in nichts begründet in dem Sinne. Da kommt kein einziger flüssiger Satz, der also, sage ich mal, interessant wäre. Und trotzdem ist das eine harte Kombination von Drohung und Ablehnung. Das ist unbestritten, aber worum es ja ging, war sozusagen auch da wieder die Schablone. Das war ja der Vorwurf, der dann kam, als diese Sätze fielen, die ich vorhin zitiert habe. Nämlich erheblicher Anteil der Bevölkerung. Das ist ja objektiv so. Ich habe es ja schon mal angedeutet, wir haben in Sachsen die Situation gehabt, dass wir die NPD mit 10% im Landtag haben sitzen haben. Zwei Legislaturperioden, in der zweiten hatten sie etwas weniger. Wir haben von NSU über Skinheads Sächsische Schweiz, Sturm 34, Nationale Sozialisten, Chemnitz, wie sie alle heißen. Gefestigte rechtsradikale Netzwerke, die um ein Vielfaches größer sind als in den alten Bundesländern. Teilweise übrigens munter befruchtet, Stichwort irgendwelche fränkischen Kameradschaften, die mittlerweile in Plauen die Partei... Auch viele AfD-Größen sind Westimporte, ne? Muss man mal ganz kurz darauf hinweisen. Deswegen tue ich es ja auch. Aber der Boden, der sozusagen jetzt die Frucht trägt, der wurde dann in den neuen Ländern aufgeschlagen. Wie erklären Sie sich dann? Und die AfD hat sich in den letzten Jahren in einer Art und Weise radikalisiert und alle diese Leute aufgesaugt und teilweise in Führungspositionen. Wenn ich mir die Landesgruppe Sachsen zum Beispiel der AfD angucke, da steht einer mit der Hand auf dem Herz vor der Wolfsschanze, ein anderer behauptet, von sich ein kleiner Höke sein zu wollen. Und so kannst du jeden Einzelnen dieser Truppe durchdeklinieren. Mein Gegenkandidat hat beim letzten Mal einen Wahlspruch der SA auf sein Wahlplakat gedruckt, hat er nicht gewusst, reiner Zufall, hatte sich was überlegt. Immer diese Missverständnisse. Und das wählen teilweise 20-25% der Menschen. Und mir geht es vor allen Dingen um die Menschen, die das wählen, ohne selbst rechtsradikal zu sein. Denen will ich den Spiegel vorhalten und sagen, wir können und sollen doch bitte über alle eure Probleme reden, aber bitte nicht rechtsradikal wählen. Ich kann mich an eine sächsische CDU erinnern, auch an viele sächsische Ministerpräsidenten, die gesagt haben, wir haben dieses Problem eigentlich gar nicht. Kurt Biedenkopf, der berühmte Satz, die Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass dann Umdenken stattgefunden hat. Ich glaube auch, dass das unter Kretschmer jetzt gekommen ist. Aber die Frage ist ja, was folgt daraus? Also das jetzt zu erkennen, was verhältnismäßig spät ist und auch zu sagen, das gibt es, denn lange Zeit haben alle die gesagt haben, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus in Sachsen. Das wurde dann als Sachsen-Bashing betrieben und die wurden dann hingestellt als, bitte macht unseren schönen Freistaat nicht kaputt. Aber was folgt denn daraus? Was können Sie denn machen, um diesen Sumpf auszutrocknen? Also ich gehöre zumindest zu denen, der es nicht erst seit gestern oder nicht seit vorgestern sagt. Schon eine ganze Weile länger. Waren Sie aber sehr leise, als es um diese Diskussion ging. Ich bin auch jetzt erst in dieser Legislaturperiode beispielsweise das sächsische Regierungsmitglied geworden. Bin auch einer jüngeren Generation angehörig in meiner Partei. Und was wir tun, ist natürlich eine ganze Menge. Zum Beispiel eben Programme zu stärken, die gegen Rechtsextremismus sind. Ich habe mich zum Beispiel in der Regierungskommission Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus ganz aktiv mit eingebracht, mit einem Thema, was ich für unterbelichtet hielt und wo ich erfreulicherweise in Hubertus Heil, unserem Bundesarbeitsminister, einen Verbündeten gefunden habe, nämlich das Thema Rassismus am Arbeitsplatz, weil ich das als ein Problemlage in gewissen Ausprägungen der neuen Länder eben wahrgenommen habe. Und zwar nicht bei den großen Konzernfabriken, sondern bei dem einen oder anderen beispielsweise im Bereich des Handwerks. Und was ich auch tun kann, und das tue ich auch, ich thematisiere dieses Thema öffentlich, dass ich es eben nicht für normal und in Ordnung halte, wenn der Jugendtrainer im Sportverein der örtliche NPD-Ortsvorsitzende ist und da redet keiner drüber. Was Gott sei Dank nicht in jedem Dorf und auch nicht in allermeisten der Fälle ist, aber in manchen eben schon. Aber wie erklären Sie sich dann, Herr Wanderwitz, und deswegen nochmal, es geht um das pauschale Urteil, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie sich erinnern, die Prognosen, die es gab mit Blick auf die Sachsen-Anhalt-Wahl, wie lange hier auch hier in der Sendung geraunt wurde, schon zwei Jahre vorher, da könnte die CDU in eine wirklich schwierige Situation kommen. Da könnte es passieren, dass sie irgendwann in die Situation kommt, entweder mit der Linkspartei oder mit der AfD gemeinsame Sache machen zu müssen. Ansonsten ist sie für immer in der Opposition. Was dann passiert ist, Herr Ritschel, war, wie ich fand, ein beeindruckendes Statement gegen genau das. Genau.
Also auch da, wie geht denn Ihre Erklärung dafür? Naja, also, zumindest in Sachsen-Anhalt gibt es offensichtlich Leute, die sehr klar auf dem Boden des Grundgesetzes zu Hause sind. Sonst hätten wir nicht so gewählt. Auf jeden Fall. Die Frage ist aber auch da, wie groß reden wir die AfD und welche Debatten führen wir? Und da ist auch wieder diese Frage mit der Demoskopie. Und dass ja auch diese Theorie im Raum steht, dass vor allem die CDU deswegen so erfolgreich war, weil lange hieß es, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, AfD, CDU. Wahrscheinlich man mobilisiert viele, Leute, richtig, weil das nicht passieren und darf. Ich kann mich an die Bürgermeisterwahl in Görlitz erinnern, wo wir genau das hatten. Also im zweiten Wahlgang, ein CDU-Bürgermeister gegen einen AfD-Kandidaten, beziehungsweise zwei Kandidaten. Und die ganze Presse war dann allem geschaut, was passiert jetzt hier und gewinnt jetzt der AfD-Kandidat. Und natürlich haben alle, die das irgendwie wollten und konnten, haben die CDU gewählt, um das zu verhindern. Das ist zumindest ein Erklärungsmodell für Sachsen-Anhalt, was greift. Ich frage mich nur, um vielleicht diese Themenkomplexe, auch jetzt Corona, Rechtsextremismus, Querdenken, um das ein bisschen zusammenzubringen. Man sagt ja, oder es gibt diese Theorien, dass es zwei große Transformationserschütterungserfahrungen gibt, zumindest in der ostdeutschen Gesellschaft, nämlich die Wendejahre und danach kommt also mit der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise auch die Umstrukturierung der Arbeitswelt. Etwas, was immer noch nachhalt. Und ich frage mich, die erst richtig losgeht, die auch Wahrheit. Jetzt, genau. Und geht doch erst richtig los. Richtig, das geht jetzt erst richtig los. Die Leute spüren das ja auch. Und ich frage mich jetzt, ob diese Corona-Erfahrung, ob das eine bundesdeutsche Transformationserfahrung ist, die so erschüttert, dass wir irgendwann uns die Frage stellen, Was hat das für Auswirkungen auf die Politik? Das kann man jetzt noch nicht absehen. Aber ich habe den Eindruck, je länger das dauert und je mehr wir uns vielleicht auch verzetteln, je schwieriger das alles wird, auch zu durchblicken. Wir verlieren immer mehr Leute. Das ist zumindest mein Eindruck. Herr Wanderwitz, ist Hans-Georg Maaßen, ist das die Speerspitze im Kampf gegen Rassismus und Extremismus der CDU? Das ist eine interessante Frage, will ich mal sagen. Finde ich auch. Ich glaube, Hans-Georg Maaßen ist einer, der unverdächtiger Demokrat ist. Und der. Was ist er? Ein unverdächtiger, klarer Demokrat. Ist er das? Ja? Sie meinen der Demokratie unverdächtig oder ein unverdächtiger Demokrat? Nein, ich finde, er ist unverdächtig nicht. Ich habe Sie schon verstanden. Also, gut. Okay. Er ist ein klarer, pointierter Konservativer. Insofern wäre meine, also wenn es eine offene Frage gewesen wäre, hätte ich gesagt, er ist die Speerspitze sozusagen, neben anderen, die sagen, die CDU, unsere gemeinsame Partei, muss das konservative Element mehr betonen. Sie würden ihn wählen, wenn Sie dort. Ich glaube persönlich in Südthüringen nicht, dass Sie ihn wählen? Etwas hilft, wenn es darum geht, den Rechtsradikalismus zu bekämpfen. Weil ich nicht glaube, dass jetzt übermäßig viele konservative Rechtsradikale wählen. Da halte ich sehr mit Wolfgang Bosbach, der das ausschließt. Und ich glaube, er hat da recht damit. Ein anständiger Konservativer wählt keine Rechtsradikalen. Würden Sie ihn wählen? Wir müssen über diese Stereotypen aber auch noch mal sprechen. Also konservativ ist doch eigentlich ein Begriff, der nichts sagt. Ja, der hat doch keine Orientierungsfunktion. Das ist wie die Mitte. Das ist auch so ein Begriff, der immer auftaucht und niemand weiß, was ist das eigentlich. Auch das, wofür die Parteien stehen sollen, für das Soziale, für das Liberale. Das muss man doch geradezu alles zusammendenken, damit es zu irgendwelchen vernünftigen gesellschaftlichen Lösungen kommt. Also diese Etiketten stimmen auch da nicht mehr. Oder noch mal ganz kurz, Hans-Georg Maaßen, Sie würden ihn wählen? Ich komme ja nicht in die... Nein, wenn Sie dort wohnen würden, hypothetisch. Wenn ich in Südthüringen wählen würde, wäre ich hoffentlich dort selbst der Bundestagskandidat. Versuchen Sie noch mal eine Antwort auf meine Frage. Ja, ich habe. Sie würden dort jetzt wohnen. Versucht, keine Antwort zu geben und genau. Auch gern warum für heute nicht? Dabei warum belassen. Fällt Ihnen das so schwer? Weil ich die Frage schon einmal beantwortet habe zum einen und zum anderen. Heute hier? Nee, nicht heute hier. Genau. Versuchen Sie es doch mal heute hier. Ja, ich. Wie war denn die alte Antwort? Holen Sie die doch noch mal raus. Ich wäre dort der örtliche Kandidat. Ich habe im Vorfeld der Diskussion gesagt, dass ich es für einen Fehler halte, ihn dort aufzustellen. Das war mein Ratschlag an die Parteifreundinnen und Parteifreunde dort. Offensichtlich haben sie sich nicht daran gehalten, was sie auch nicht müssen, weil das ist ja ihr Recht, ihn aufzustellen. Und jetzt werden wir sehen, wie es ausgeht. Sie haben gesagt, er ist ein unverdächtiger Demokrat. Ja, weil auch das ihm ja teilweise vorgeworfen wird. Nochmal die Frage, würden Sie ihn wählen? Stelle ich mich an der Stelle offen gesagt vor ihn. Weil es gibt da teilweise Anwürfe,
Ich habe ihn als Staatssekretär im Innenministerium, als Verfassungsschutzpräsidenten erlebt. Ich halte ihn für einen unzweifelhaften Demokraten. Und da gibt es auch Anwürfe, die ich persönlich für nicht anständig halte. Und Sie finden dieses... Ich meine, der Mann ist ein Top-Jurist. Wenn einer es drauf hat, immer genau bis an den Rand zu gehen, an dem man gerade noch formulieren kann, ohne aber Sanktionen fürchten zu müssen, dann ist es Hans-Georg Maaßen. Ich glaube, ehrlich gesagt, er ist ja jetzt sozusagen auf dem Weg in die Politik. Er ist aber bisher eben kein Politiker gewesen. Ah, das sehe ich an. Kennen Sie den Satz? Kennen Sie den Satz? Ein. Herr Banowitz, ich habe eine Frage an Sie. Würden Sie dem Satz zustimmen, Ressentiment ist kein Programm? Wenn ich Ressentiment als etwas Negatives einschätze, ja, ist es doch was unbedingt. Es ja ist, was denn sonst? Dann jedenfalls, ja. Würden Sie dem Satz zustimmen? Ja, dem würde ich zustimmen. Er arbeitet mit Ressentiments. Wissen Sie, von wem dieser Satz stammt? Nee. Alexander Gauland. Und worauf hat er es bezogen? Ressentiment ist kein Programm. Naja, das kann er, er war noch der in der AfD CDU und sagt, der Ressentiment ist kein Programm. Genau. Ist doch, der Satz ist kein Programm. Alt sein. Er kann jetzt nicht von dem aktiven Politiker Gauland sein. Ja, aber bei nein, Maaßen, nein, nein, nein. Bei Maaßen ist ja hat er mal ein Buch geschrieben. Ressentiment ist kein Programm. Jetzt ist Ressentiment Programm und ich habe das Gefühl... Ja, jedenfalls bei der AfD, das ist korrekt. Ja, aber auch bei Maaßen. Also Maaßen zum Beispiel hat gesagt, ich bin doch jetzt hier nicht so lange schon in der CDU. Damit wir all die Araber in Deutschland. Satz, ich persönlich zum Beispiel das ist ein Ressentiment. Das ist ein Ressentiment gegen Araber. Ne, Araber haben, übersetzt heißt, dass Araber haben in Deutschland nichts zu suchen. Das ist ein Ressentiment. Und mit Ressentiments dieser Art macht er Politik. Das Ressentiment war noch ein vornehmer Ausdruck für einen solchen Satz. Das ist Ausländerfeindlichkeit. Ich glaube, man kann es, wenn man nicht übertreibt... Ich finde diesen Satz so interessant, weil Ressentiment ist kein Programm, ist ein sehr guter Satz. Und, interessant finde, ist, dass ein bekannter CDU-Politiker, der heute hier sitzt, sich nicht vorstellen kann, einen CDU-Politiker zu wählen. Was erzählt Ihnen das? Dass wir ziemlich breit aufgestellt sind zu dieser Bundestagswahl, offensichtlich. Würden Sie auch sagen, dass Sie da ein Problem haben, möglicherweise? So breit, dass man es nicht mehr wählen kann auf der rechten Seite? Oder? Ich bin wirklich gespannt auf die Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen. Und auf die dann sicherlich folgende Debatte, die wir dann fortsetzen müssen. Aber man muss sich jetzt, die CDU hätte sich aus meiner Sicht, in vielen Punkten bin ich ja der gleichen Meinung, wie sie vorgetragen haben. Aber hier hat die CDU aus meiner Sicht die Gelegenheit verpasst, eine ganz klare Botschaft zu geben. Nämlich, wir arbeiten nicht mit Ressentiments und mit Schlimmeren. Man kann es auch noch als etwas Schlimmeres... Das Problem am Ressentiment ist, es ist niemals konstruktiv. Genau, das ist mein Problem. Und daher hätte man sich hier sehr aktiv dafür einsetzen müssen, stellt den nicht auf, macht das nicht, der gehört nicht zu uns, das schadet und so weiter. Die Idee, dass der Stimmen rüberholt von der AfD, ist eine Schnapsidee. Der heizt nur zusätzlich an und dann wählen die Leute zum Schluss das Original, wenn sie nicht jenseits von der AfD noch landen. Von daher, das wird weder etwas bringen und es ist auch unethisch. Selbst wenn es so wäre, dass sie den einen oder anderen Wähler von der AfD rüberholen. Es ist unethisch, mit einer Figur wie ihm aufzutreten, der Ressentiments und Hass sät. Der mal ein Top-Beamter war? Ich kenne ihn noch aus der alten Funktion. Also, ich würde nicht behaupten, dass er dumm ist, keineswegs. Aber das Sie, macht ihn um. Ist ein unfassbar intelligenter Mann. Macht es ihn ja nicht. Das macht ihn ja ehrlich gesagt noch gefährlicher. Herr Ritschel, wie sehen Sie das? Ich wollte nur wissen, ob Herr Wanderwitz sich vorstellen kann, mit ihm im Bundestag zusammenzuarbeiten. Also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den Bundestag kommen, ist relativ hoch auf Listenplatz 1. Ich weiß nicht, ob er abgesichert ist über eine Landesliste, Herr Maaßen. Aber sollte er diesen Wahlkreis gewinnen, wie sieht sowas aus? Also wie kann ich mir einen Bundestag vorstellen, eine CDU-Bundestagsfraktion, in der Hans-Georg Maaßen sitzt? Also zunächst mal ist Herr Maaßen nicht auf der thüringischen CDU-Landesliste, sondern nur in Anführungsstrichen einer der 299 Wahlkreiskandidaten von CSU und CDU. Und es war ja
eine muntere Diskussion im Vorfeld. Also insofern hat es ja viele in der Partei, so auch mich, gegeben, die dort gesagt haben, prüft euch noch mal, ob das wirklich eine kluge Idee ist. Fanden Sie die Diskussion wirklich so munter? Wir haben den Ratschlag so ähnlich gegeben, wie Herr Lauterbach ihn jetzt gegeben hat. Nämlich, ob diese, dieser Versuch, wie fanden Sie denn die Haltung, was abzuholen, gelingen kann, ist äußerst zweifelhaft. Wie fanden Sie denn die Haltung Ihres CDU-Vorsitzenden, Kanzlerkandidaten Armin Laschet, war sehr leise dazu? Das habe ich nicht so empfunden, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich im Bundesvorstand drin sitze und nicht alle unsere Sitzungen jedes Mal eins zu eins getwittert werden. Spaß beiseite. ich habe sowohl in seinen Statements als auch insbesondere in denen unseres Generalsekretärs, wir haben es ja üblicherweise so, sowohl am Wahlabend als auch nach den Bundesvorstandssitzungen die Pressekonferenz führt der Generalsekretär Paul Ziemiak durch, und er hat sich mehrmals klar und deutlich in der Thematik geäußert.